Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Kingdom Hearts 2, dem Final Mix. Ich weiß, es gibt hier etwas, worauf ihr alle wartet. Also alle, die Kingdom Hearts 2 normal spielen, aber später, Leute, später, jetzt nicht. Denn ich möchte erst die Welten soweit abschließen und dazu gehören halt alle Schätze und alle... alle Schätze und alle Puzzleteile, so. Wo ist denn Mulan? Ach, ist das chronologisch geordnet hier, ha? Ja. Halloween, Disney Castle, Stolze Länder. Okay, im Land der Drachen fehlt eine Truhe. Schon mal gut zu wissen. Eine Truhe und... Vier Puzzleteile. Vier Puzzleteile, Halleluja. Eine Truhe, vier Puzzleteile. Fangen wir im Thronraum an. Da sind zumindest zwei Puzzleteile. Dann gibt... Ja, die vier Puzzleteile weiß ich sogar. Wo ist denn dann die Truhe? Das kann ja lustig werden. Bei den Truhen bin ich nämlich gerade sehr schlauchsteherisch, weil ich da keine Ahnung habe, wo hier noch eine Truhe sein sollte. Die ich vergessen habe, gemerkt. Problem gelöst. Problem gelöst. So, das waren die ersten beiden Puzzleteile, die uns fehlten. Das andere... Oder die anderen müssen wir uns jetzt erstmal... schwer verdienen, indem wir an den Wächtern hier vorbeikommen. Ist natürlich lohnenswert von der Erfahrungssache nicht. Ist erfahrungstechnisch nicht wirklich lohnenswert, weil sie mir nicht wirklich viele Erfahrungspunkte zu geben haben. Dementsprechend skippen wir die ganzen Sachen hier mal ein bisschen. Ein paar werde ich noch vernichten auf dem Weg. Weil mit unseren Leveln, Ausrüstung etc. pp. Sind wir zumindest in der Lage, sehr schnell sehr viel Schaden anzurichten, was die Herzen angeht. Und da die ja mal gerne in einer großen Menge ankommt, geht das auch ganz schnell, was die Level angeht. Allerdings ist nach wie vor, wie gesagt, mein Hauptaugenmerk Puzzleteile und die Schatten. Oh, ein heller Kristall. Ach, wie schön. Erinnert euch vielleicht, hier im Camp hatten wir mal damals ein Puzzleteil gesehen, was ich mir nicht geholt hatte, nämlich dort oben. Das hätte ich schon früher holen können, spätestens mit der Glide-Ability Level 1, aber... Na gut, jetzt haben wir's. Das letzte Puzzleteil befindet sich in dem niedergebrannten Dorf, was mittlerweile übrigens nicht mehr niedergebrannt ist. Was mache ich hier unten eigentlich? Ja, wollte ich sowas machen, damit ich die Magnetentechnik einsetzen kann. Das macht solche Kämpfe sehr einfach. Vernichtet Gegner sauschnell. Okay. Von mir aus. Mach, was du willst. Hauptsache, die Gegner sterben. Achso, wenn ich schon dabei bin, werde ich natürlich immer wieder meine Summons verstärken. Ich brauche sie nicht, sie helfen mir nicht. Wobei ich sie im Kampf gegen Bosse benutzen könnte, wo ich einzeln rumrenne, glaube ich. Aber davon gibt es hier nicht wirklich viele mehr. Von daher ist es wahrscheinlich ein bisschen uninteressanter. Leider wahrscheinlich. So ein bisschen. So, da oben sehen wir schon. Und dadurch, dass wir so hochspringen können, kommen wir da auch locker dran. Dann kann ich auch das Rezept eben bei Mokri abgeben. Sehr schön. Centurion. Ja, das ist das, was wir gerade bekommen haben von unserem... Wie hieß er? Lexus? Von Lexus, dem Endboss, den wir bekämpft hatten. Ja, es ist interessanterweise ein Zauberstab. Ein Schwert mit einer unglaublichen Angriffskraft, aber es ist ein Zauberstab. Und damit ist unser Mogri auf Level 9 und kann nicht mehr aufgelevelt werden. Ist auch schön. Was ist, wenn ich das aufpower? Ach, schwer zu sagen. Ich meine, ich könnte es machen, aber ich möchte jetzt nicht alle meine Lost Illusions hergeben. Centurion, ha? Huh? Wie gut ist denn Centurion im Gegensatz zu Save the Queen?
Ja, Angriff stärken technisch ist das awesome. Magie technisch weniger und da Donald nur Magie technisch eher ist leider unnütz. Aber Angriffsstärke, gebe ich zu, ist schön hoch. Doch ja. So, dann gehen wir jetzt zur Arena des Olymps. Denn auch hier hieß es, wir haben ein Item nicht eingesammelt. Wir fangen ganz oben an und arbeiten uns dann in die Unterwelt vor. Weil ich dann natürlich zwei Wege gehen muss, netterweise. Nicht wirklich. Also hier fehlen uns ein Schatz und 3, 4 Puzzleteile. Wow. Aufräumarbeiten eben. Ist nicht wirklich spannend, was LPs angeht, aber hey, sie gehören nun mal dazu. Also Schatzruhen habe ich hier keine gesehen, das ist schon mal gut. Unterwelteingang, ja. Wunderschön hier. Wunderschön. Gehen wir erstmal hier lang. Und danach gehen wir so Richtung Hades. Soweit der Plan. Die ganzen kleinen Bomben können hier auch wieder rum. Ach, wie schön. So, hier war nichts. Zumindest obenrum nichts. Sollte ich vielleicht erwähnen. Hier unten waren Puzzleteile, das weiß ich. Ja, hier zum Beispiel. Mehr Dawn-Puzzleteile. Mir prinzipiell egal, welche Puzzleteile ich finde. Hauptsache, ich finde welche. Ach, das ist Goofy. Hi, Goofy. Gucken wir uns nochmal im Eingang unten rum um. Sieht jetzt nicht wirklich danach aus, als wäre hier irgendetwas von Bedeutung. Was wohl gut so ist. Ja, da ist nix. Da ist nix. Das ist auch nichts. Gut, gut. Dementsprechend kann ich jetzt wieder. Achso, das ist der obere Ausgang. Ja, ja. Hier unten weitergehen. Hab ich kein Problem mit. So, dann. Hier links. Und dann einfach mal hier lang. Gucken, ob wir hier was finden. Da oben ist ein Puzzleteil. Schon mal gut zu wissen. Ja, und ein Blitzzauber ist momentan hier Riesenzerstörung. Was ich ganz unterhaltsam finde, doch ja. Ah, die Tröte hat überlebt. Das Atrium, ja. Da liegt eine, aber die habe ich. Da ist nichts. Ach, Aufräumarbeiten sind einfach scheußlich. Hoppala. Die habe ich auch geöffnet. Ja, und hier haben wir wieder einen dieser Fungi-Typen. Und auch hier. Ah ja, ich sollte auch. Draufhauen. Ja, eigentlich sind hier, wie gesagt, oder wie ich gezeigt habe, ja, die Zauber von größerer Bedeutung. Weil man damit sehr schnell die Fungis erledigen kann. Und das muss eben in einer gewissen Zeit geschehen. Ich weiß auch nicht, wie groß die Zeitspanne dafür ist. Wäre schön gewesen, wenn du ihn sofort anvisiert hättest. War jetzt auch noch nicht ausreichend genug, wie man sieht. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Vielleicht 50 Sekunden oder sowas habe ich zur Verfügung. Müsste ich gleich nachgucken. Ist aber auch nicht schlimm. Weil das wird alles nachgeholt hinterher. Und hier runter kann ich nicht mehr. Genau. Gut. Dann kann ich von hier aus mich einfach wieder in die Mitte teleportieren und von da aus gehen wir dann weiter zu Hades. Das ist jetzt so mein Vorschlag.
Ja, nee, wir machen das von vorne. Aber wahrscheinlich ist in der Kammer von Hades im Prinzip alles, was uns noch fehlt. Da gehe ich jetzt mal stark von aus. Oh, ein seltener Herzloser ist hier wieder. Und ihr wisst ja, je weiter man ihre HP hinabschreiten lässt, desto mehr interessanter Dinge kriegt man. Ich drehe einfach ihn jetzt schon mal. Genau. Haben wir schon mal gute Dinge bekommen und Gutes. Find's so unterhaltsam, dass ich so viele Freudenspender hier kriege. Wobei ich zugeben muss, damals wusste ich nicht mal, was die Dinger sein sollen und hab nicht großartig drauf geachtet, wenn er mal aufpumpt. Ein seltener Herzlose, aber ich mir gedacht habe, ja toll. Wo ist der seltene Herzlose, weil nichts da war? Ich meine, ich gehe nicht unbedingt sofort davon aus. Oh, da muss ich jetzt unbedingt die Gegend kaputt machen, damit ich irgendwie einen Herzlosen da rauskriege. Ne? Eigentlich gehe ich dann davon aus, entweder er ist da oder er ist nicht da. Nicht mehr, nicht weniger, was das angeht, aber das war dem Spiel dann egal. Und mir dann natürlich hinterher auch. So, da oben ist unser Herz, der Herzteil, sag ich jetzt schon. Unser Puzzleteil. Was wir uns natürlich holen werden. Ja, wir erinnern uns noch ganz am Anfang des Spiels daran, da war das schon mal da. Wir haben es nur noch nicht geholt gehabt. Aber das haben wir jetzt nachgeholt. Ist ja voll in Ordnung so. Au. Alles muss sterben, alles muss raus. So, hier ist nichts mehr. Aber wer sich daran erinnert, wir haben hier auch noch eine Silhouette gehabt. Ja. Die dürfte, meine ich, hier in diesem Raum sein sogar. Also können wir auch mal gegen diese Silhouette kämpfen. Problem ist einfach nur, er hat einfach einen Angriff, den kann ich nicht leiden. Und den kann ich nicht schön ausweichen. Und das ist dann so die Kombination schlechthin, wo ich sage, oh mein Gott, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber das machen wir gleich. Erstmal gehen wir zu Hades und gucken uns da mal um. Ich werde es jetzt ein bisschen beschleunigen. Einfach nur um zu gucken, ob ich recht habe, weil sonst muss ich ja alles durchsuchen in der Hoffnung, dass ich das finde, was ich suche. Ah. Und genau danach sieht es aus. Ich werde suchen müssen, was ich suchen will. Denn es fehlt immer noch ein Schatz. Ein Puzzleteil und die sind irgendwo. Übrigens bietet er uns Paradox-Cups an. Wie gesagt, das geht dann so weit, dass man irgendwann den Hades-Paradox-Cup hat und in diesem Cup kann man dann eine Trophäe gewinnen, noch eine weitere. Aber keine Ahnung. Meiner Meinung nach lohnt sich das nicht. Der Will kann aber gerne seine Meinung dazu äußern. Ich finde halt, es lohnt sich nicht vom Aufwand her dafür. Bin ich ehrlich. Und ich persönlich würde es auch gar nicht machen. Bin ich auch nochmal ehrlich her. Weil sich das vom Gedanken her für mich nicht lohnt, so oder? Dann fehlen noch irgendwo in der Unterwelt wieder welche. Oder doch oben. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, wir haben hier eine Silhouette. Mal wieder. Ich mag den Kampfplatz, das muss ich sagen. Ja, und der Heini hier kämpft mit einem Buch.
einem Buch. Problem dabei ist einfach nur, dieses Buch ist unausweichbar. Ab einer bestimmten Stelle. Wie ihr seht, jetzt ist Donald drin. Jetzt ist Goofy drin. Und jetzt bin ich drin. Irgendwann fliegt man da halt rein. Und hier ist dann die Sache. Es gibt ein Buch, was das Richtige ist. Und das ist das hier gerade. Und ich muss es insofern... verprügeln, dass ich hier irgendwie überlebe. Sneak away. Ich habe, glaube ich, zu viele Combo-Angriffe. So. Irgendwann kriegt man das Kommando zum Lösen des Siegels im Prinzip. Wenn man ihn dann genug verprügelt hat. Das ist auch gut so, weil man das braucht. Allerdings sperrt er einen wieder hier rein. Und dann spielt er mit uns dieses Minispiel. Und ich habe keine Ahnung, woran man hier ermessen soll. Wann man richtig steht. Wie man richtig steht, etc. Und normalerweise, was hier das Problem ist, wenn man in diesen wunderschönen Ort wieder gesperrt wird, wird man wahrscheinlich als Antisura nicht überleben. Zumindest nicht lange. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt gerade die Leiste einigermaßen schnell runterkriege. Ja, toll. Denn im Normalfall überlebe ich das nicht. Oder sagen wir mal so, ich habe ihn normalerweise viel früher herausgefordert. Da ist es scheinbar noch ein Ticken schlimmer. Hier ging es ja eigentlich jetzt ziemlich gut. Denn meistens bringt mich dieser Kerl gerne um. Sehr, sehr gerne. Aber hier geht es scheinbar weniger. Und dafür halten wir das nächste Synthesebuch. Rezept-Dingen. Natürlich eine Lost Illusion mal wieder. Sehr schön dafür. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wo ist das letzte Puzzleteil? Oder war ich einfach wirklich so idiotisch und habe die Arena des Olymps nicht wirklich vernünftig untersucht und deswegen habe ich das Puzzleteil nicht gefunden? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt das Einzige, was mir wirklich einfallen würde, aber dann habe ich Schatztruhe und Puzzleteil hier nicht gesehen. Aber scheinbar habe ich hier doch alles. Zumindest so, wie es aussieht. Selbst wenn ich es nochmal ablaufe, sieht es genauso aus. Hm. Merkwürdig. Dann werde ich gleich hier einen Cut einsetzen und dann werde ich es wahrscheinlich versuchen zu holen und zwar offscreen, weil es bringt nichts, wenn ich euch jetzt noch, ich sage mal, hier festsetze. Ich werde euch dann natürlich nochmal dazu holen, wenn ich geholt habe, was ich holen wollte, aber dennoch möchte ich natürlich euch nicht hiermit langweilen. So, Rezepte. Hierfür bräuchte ich noch ein Kristall, was kein Problem ist, den kann ich holen. So mal offscreen in der Höhle einfach mal reingehen. Und die etwas stärkeren Gegner besiegen und so weiter und so fort. Also das geht. Das geht sehr gut.
Also ja, Leute. Ich sehe euch wieder, wenn ich die beiden Items gefunden habe. Bis gleich. Also das Puzzleteil habe ich gefunden. Das ist genau hier, beim Eingang. Ah, verdammt. So. Fehlt nur noch die Schatztruhe. Und hier oben haben wir auch die Truhe. Damit sind wir soweit fertig mit dem Olymp, bis ich vielleicht mal die Cuts mache. Mal sehen. Bis dann würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.